Der Pope. In Sibirsk ging Wladimir Potemkin zur Beichte zu einem Popen hin. Der Pope besah sich nun diesen Mann, dann fing er erstaunt ihn zu fragen an. Mein lieber Potemkin, hör einmal zu. Warum trägst du links und rechts silberne Glöckchen am Schuh? Da sagte Wladimir Potemkin, weil ich ein Herz hab und großmütig bin, so können, wenn ich durchs Feld geh von fern, mein Kommen die Würmer und Ameisen hören. Die weichen mir aus, so und hier ist gescheit, und ich tue niemandem etwas zu leid. Da sagte der Pope, das ist schön von dir. Doch was führt dich eigentlich zu mir? Und Potemkin beichtet. Du weißt doch schon, dass ich bei Vera Petrova wohne. Die habe ich gestern früh baden gesehen. Nun, ich bin ein Mann und da ist es geschehen. Am Mittag, ich bin gerade im Haus ganz allein, da kommt ihre Schwester Maruschka herein. Wir sprachen von Liebe, von glücklichen Ehen. Nun, ich bin ein Mann und das ist wieder geschehen. Am Abend, ich schau gerade zum Fenster hinaus, da kommt ihre Jüngste von der Schule nach Haus. Die Sonja, groß 17, so lieb anzusehen. Nun, ich bin ein Mann und das ist wieder geschehen. Da sagte der Pope, hör einmal zu und schaut dabei auf die Glöckchen am Schuh. Das eine will mir gar nicht in Sinn. Warum hängst du die Glöckchen nicht anderswo hin?